besserem Gemüse irgendwie erhöht, aber... Hm, wer weiß. Auf jeden Fall werde ich dieses Mal an diesem Tag wieder schön viel Geld verdienen. Wunderbar. Wieder ordentlich Kohle. Och, das wird schön. Das wird so richtig schön. So, das sollte ich aber echt mal überlegen wegen Geld und so, weil, naja, ich hab mehr als genug jetzt. Na gut, mehr als genug beim besten Willen nicht, nein. Mehr als genug kann ich nicht haben. Ich könnte mir noch ein weiteres Feld kaufen und dadurch noch mehr Geld verdienen. Aber ein größerer Hühnerstall wäre halt wirklich mal eine Überlegung wert. Vor allem, weil ich dann endlich mal Seidenraupen haben könnte. Vor allem, ja, an dem Tag werde ich jetzt wieder so 10.000 verdienen. Also ich könnte mir morgen den Hühnerstall leisten, wenn ich mir heute nichts kaufe. Ha, ha, ha. Na, die letzte nimmst du doch wohl auch noch. Okay. Ja, das ist halt jetzt die Frage. Drittes Ackerstück? Oder Scheunenverbesserung? Oder Gießkannenverbesserung? Ich weiß es noch nicht. Beides geht ja nicht. Drittes Ackerstück und Gießkannenverbesserung. Das ist zu teuer dann. Weil ich muss halt auch bedenken, drittes Ackerstück bedeutet noch mehr Energieverlust durch die Gießkanne. Aber es bedeutet noch mehr Geld. Tja. Also ich hole auf jeden Fall mit so einem Ackerstück das Geld, das ich dafür ausgebe, schneller wieder rein als mit Tieren. Das ist einfach Fakt. Und für den Winter wäre das schon interessant, weil der Buchweizen gibt extrem viel. Tja. Das ist jetzt die Frage. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich schaue am besten mal nach, dann auch, wie viel es jetzt kostet, ein besseres Grundstück, ein weiteres Ackerstück etc. Was mich das denn so kosten würde, kann ich ja auch mal nachschauen. Und dann kann ich dann immer noch drüber nachdenken. Na, wo ist... Na, da. Ihr werdet heute wahrscheinlich alle ein bisschen pissig sein, ich weiß. Ich weiß, ihr werdet heute alle ziemlich pissig sein. Na, was gibst du mir für eine Milch? Gute Milch, hey. Auf jeden Fall mehr, als ich erwartet habe.
So. Muku, was wirst du mir für eine Milch geben? Da bin ich jetzt schon ehrlich gesagt gespannt. So, guten Morgen. Und? Famose Milch, Muku, du bist einfach toll. Ach, Muku, auf dich ist einfach Verlass. Auf dich natürlich auch, Milky. Auf meine Viecher ist einfach Verlass. So. Dann werdet ihr jetzt mal kurz noch gefüttert. Im Winter kann ich euch ja gar nicht rauslassen, meine Viecher. So. Und dann mal rüber zu meinen Hühnern. Guten Morgen. Normales Hühnerei. Wow. Gutes Hühnerei. Edles Hühnerei. Wunderbar. 3 normale Hühnereier. Ja. Das ist viel. Das ist sogar sehr viel. So, gutes Hühnerei. Also ich verdiene ja mit den Hühnern schon Geld, so ist es ja nicht. Und mit meinen Kühen und so natürlich auch. Ich verdiene ja insgesamt mit meinen Viechern schon Geld. Aber naja, mit Saatgut verdiene ich halt noch mehr. Da geht's halt alles noch ein bisschen schneller mit dem Geld verdienen. Tja. Nein, nicht Silbererz. Das wollt ihr sicherlich nicht fressen. Ich bezweifle, dass euch das schmeckt. So. Wunderbar. So, und einfach mal alles auslegen. Wunderbar. So, jetzt kümmern wir uns noch kurz um euch. Ja, die sind alle ein ganz klein bisschen pissig. Aber es hält sich in Grenzen, muss ich sagen. Gut. Ich bin jetzt auch schon mal gespannt, wie die Bürger auf Rosen reagieren. Ob die auch so mögen wie Sonnenblumen. Weil mit den Sonnenblumen ist es eigentlich ganz gut gegangen. Also das mochten sie eigentlich schon. Wie das jetzt mit Rosen ist, vielleicht mögen sie die Rosen ja mehr. Das wäre ja richtig cool. So. So, ein Huhn müsste jetzt noch übrig sein. Das ist gerade nach unten gelaufen. Da bist du. Wunderbar. Okay. Dann springen wir jetzt mal in eine heiße Quelle, weil... Ja, die Energie lässt zu wünschen übrig bei mir. Was aber auch kein Wunder ist.
würde mich jetzt dann aber echt mal interessieren, was das Grundstück da unten kostet, das Ackerstück. Aber ich glaube schon, dass das irgendwas mit 100.000 kostet. Das an der Mühle, das ich gekauft habe, das ist ja das günstigste gewesen. Das alleine hat schon 70.000 gekostet. Naja, wir werden es gleich sehen. Ich sollte vielleicht mit meinen Viechern Gassi gehen. Ich glaube, die mögen das. Nein, halten wollte ich dich eigentlich nicht. Ich wollte mit dir spazieren gehen. Das gleiche gilt für dich, Saphira. So. Na, dann kommt's mal mit, ihr zwei. Fische muss ich, glaube ich, auch wieder fangen. Weil ich keine mehr für euch habe und das ist nicht so toll. Kann ich dann am Ende des Tages machen? Na? Aber es geht mir einfach nicht aus dem Kopf, was ich jetzt mit dem Geld machen soll. Wisst ihr, jetzt habe ich das Geld und jetzt weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Weil ich einfach alles brauche. Das ist das Problem. Am logischsten wäre es ja eigentlich, wenn ich jetzt das Geld in etwas investieren würde, wo ich noch mehr Geld mit verdiene. Und das wäre nun mal das dritte Ackerstück. Aber da muss ich halt dann noch mehr investieren als nur das Ackerstück, weil da muss ich ja noch mehr aussehen. Aber ich würde ordentlich Kohle damit scheffeln. Das steht völlig außer Frage. Das steht dafür völlig außer Frage. Ah, Rolf steht draußen. Bo bist du ja. Nicht Rolf. Wo sind sie denn? Da sind sie. So, gefallen sie dir? Ja, er mag Rosen. Okay, immerhin. So. Ja, komm. Wunderbar. Er sagt keinen Wunsch, okay. Schauen wir mal nach, vielleicht will der Rolf oder Detlef einen Wunsch loswerden. Mann, dass die das mir erst erzählen, wenn sie drei Herzen haben. Warum? Okay, ihm gefällt auch ganz normal das. So, und... Jawohl. Und du willst... immer noch keinen Wunsch erzählen, okay. So, dann noch du. So, du hattest ja vorher schon zwei Herzen. Vielleicht hast du ja jetzt drei Herzen. Anscheinend nicht. Ne. Aber das ist ja kein Problem. Barbara hatte ja vorher auch schon zwei Herzen.
Komm, die ist eine Frau, die wird sich doch sicherlich über Rosen freuen. Okay, das ist jetzt ein blödes Klischee, das gebe ich zu, aber ganz ehrlich. Viele Frauen freuen sich über Rosen. Was ich verstehen kann, wie gesagt, ich selbst mag ja auch Rosen. Es sind ja schöne Blumen, so ist es ja nicht. So. Wunderbar. Oh. Was ist jetzt los? Hey Spike, gehst du oft in die Mine? Ja, ab und zu mal, ja. Wenn das so ist, hättest du die Güte, etwas zu bringen? Ich brauche... Warum? Ich habe zufälligerweise eins dabei, aber... Ich müsste zufälligerweise, glaube ich, eins dabei haben. Ja, dann ist doch schön, dass du einen Wunsch hast. Ja, meinetwegen. Hey, du hast ein seltenes Erz mitgebracht, obwohl ich das dir gerade eben erst gesagt habe. Mein Tag ist gerettet. Was hättest du gemacht, wenn ich es erst in 5 Wochen gebracht hätte? So, ich hoffe, das ist was Gescheites. Wegen dem Batman-Symbol. Famoser Käse und famose Butter. Okay, ja, kann man gut verkaufen. Das kann man gut verkaufen. Ein Batman-Symbol wäre mir trotzdem lieber gewesen, aber okay. Man kann ja nicht alles haben. So, und schon haben wir die nächste mit 3 Herzen. Wunderbar. Das müsste jetzt, glaube ich, der 4. Wunsch sein, oder? Das ist schön, das ist sehr schön. Julius und Mira, wie sieht's mit euch aus? Wollt ihr mir nicht auch irgendwie... Nein, den famosen Käse kriegst du nicht. Wollt ihr mir nicht auch euren Wunsch erzählen? Ist mir klar, dass die Schwuchtel auf Rosen steht. Ist mir klar, dass die Schwuchtel auf Rosen steht. Hey, du! Und du willst mir immer noch keinen Wunsch erzählen? Wow. Wie sieht's mit dir aus? Ah, du magst ja ganz normal, okay. Bla bla bla. So, jetzt musst du hier noch kurz berührt werden. So. Anscheinend immer noch keine 3 Herzen. Aber ich schätze mal, bei euch 2 kann es wirklich nicht mehr lange dauern. Vor allem bei Julius. Was läufst du gegen den Tisch, Mira? Wow. Immerhin ist einmal Silber dabei. Ich frage mich immer noch, was du gegen den Tisch läufst, aber wenn es Spaß macht, ich meine, bitte, mach ruhig. Ja, wenn es dir Spaß macht. Hey, 5-mal Kupfer, yay. So, bitte, 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 bitte. Da muss jetzt ordentlich was dabei sein. Bitte, 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 bitte. Na toll. Wunderbar. Komm, da muss jetzt aber was dabei sein. Komm, damit muss ich jetzt echt Kohle machen. Oh, 23 mal Glas. Aber dafür nur 2-mal ein Spinell, okay. Und wieder 3 Amethysten, sehr schön.
So, wie schaut's da aus? 8-mal Glas, oh Gott. Immerhin nur ein Peridot, das bedeutet ein Jade. Wunderbar. Immerhin ist auch was Seltenes dabei. Ja, blauer Edelstein? Was? Oh. Stimmt, ich habe keine drei leeren Plätze jetzt. Hat. Ja, dann verkaufen wir halt mal kurz was. Haben wir ja gleich. Das haben wir ja gleich. So.